Und damit herzlich willkommen zurück hier bei Mario und Luigi Abenteuer Bowser, wo der finale Kampf gegen den Finster Bowser, Finsterstern, bald beginnen kann. Doch ehe das soweit ist, müssen wir sowieso ihn erstmal erwischen, gemeinsam mit Mario und Luigi in unserem Inneren. Kann natürlich noch ein bisschen dauern, aber wir beginnen mit der Verfolgungsjagd. Oder vielleicht auch erstmal mit dem Einkauf neuer Items. So. Naja, frisch sind wir eigentlich ja gewesen. Aber gut, im letzten Part hatten wir ja sowieso schon mal einen Kampf gegen Finsterstern gehabt. Gar kein so langer Kampf, muss ich dazu auch sagen. Der Kampf ging nämlich schneller vorbei, als was man gucken konnte. Der Teleportertür sei Dank. Ja, der Teleportertür sei Dank gewesen. Dank ihr konnten wir schnell unseren Gegner bezwingen. Einfach wunderbar, sag ich da. Und weil das natürlich für mich im letzten Part noch nicht genug war, haben wir außerdem auch noch gegen den Pilzpalast höchstpersönlich gekämpft. Und das ging erst auch sehr einfach. Muss ich einfach auch so sagen. Ein Versuch und der finstere Pilzpalast wurde bezwungen. So, wo ist der denn jetzt? Oh. Ah, Krankfried, der auf seinem Nintendo DS herumspielt. Na gut, keine so gute Aktion. Aber ja, da wissen wir jetzt ja mal, wir müssen ihn verfolgen. Finster Krankfried. Ah, im Thronsaal. Nein, im Konferenzsaal. Ha, hallo! Wo bist du? Finstersternchen, komm her! Finstere Kraft! Wo bist du nur? Hey! Ich habe Schrecken! Du bist noch da? Krankfried, hasst dich! Ha. Mit so billigen Gegnern kriegst du mich nicht. Was glaubst du, wer ich bin? Ich bin Bowser, König der Koopas. Und der ersten Andalen. Und der ersten Menschen, wie auch immer. Und ich bin Krankfried, Herrscher der Welt. Das wird dir in 100 Jahren nicht gelingen. Ich habe Kichern. Du unterschätzt Krankfried, der eine Maschine zum Absaugen der finsteren Kraft hat. Noch habe ich erst die Hälfte abgesaugt, aber für dich reicht es allemal. Du hast mit mir übel mitgespielt. Genau wie die roten und grün bösen Männer, die ich hasse. Krankfried hasst eure Fratzen. Vergleich mich ja nicht mit Mario. Aber jetzt. Jetzt ist Schluss. Bowser, spüre! Krankfried Zorn! Oh Backe! Mit zu viel Kacke! Wir greifen ihn jetzt an! Mit unserem Kamek-Trop! Allerdings frage ich mich immer noch, wo die letzte Blockkatze abgeblieben war. Frag ich mich wirklich. Okay. Au! Verdammt nochmal! Dies blöde Mist! Viech! Oh, vorbei. Okay, wir mussten das Teil, glaube ich, noch irgendwie einsaugen. Hatte ich so das Gefühl. Aua. Also das war jetzt vielleicht nervig. Aber gut, dann eben der Schleuderangriff. Der müsste doch was bringen. Komm schon. Komm schon, meine Schleudergeist. Erledigen wir Krankfried und machen seinen Helm zu Brei. Gott.
Na, hat er jetzt schon seine Kraft verloren? Au. Ah. So ein Mist aber auch. Das ist ja so ungefähr die gleiche Taktik wie damals ja von der Schuhprinzessin. Muss ich ja so sagen dazu. Na gut. What? Hey! Meine Heilblöcke! Du Mistviech! Was? Menschenskind, das nochmal! Na endlich! Mario, das war... Oh nein! Ah, das war ja auch nicht so besonders gut. Aber gut, Teleportertür! Was einmal klappt, klappt immer wieder. Und die Teleportertür ist wirklich ein recht mächtiges Item. Kann man ja bloß sagen. Ja. Okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen zu viel. Des Guten. Oder? Ah, verdammt, ich habe nicht auf die Farben geachtet. So ein Mist. Ich habe jetzt nicht auf die Farben geachtet. Das war vielleicht jetzt übel gewesen. Aber gut, eine weitere Teleportertür. Und Krankfrieds Kopfbedeckung. Müsste es zeitliche gesegnet haben. Die dürfte ja wohl kaum mehr als 1200 Lebenspunkte gehabt haben. Okay, der hatte etwas über 1300 gehabt. Na gut. Oh. Eure Kampflustigkeit, dieser Angriff scheint gefährlich zu sein. Wir können nicht zulassen, dass so etwas geschieht. Überlasst es uns, Goombas. Wir stürzen uns auf ihn und halten ihn für euch auf. Das ist nichts für euch. Bitte lasst uns angreifen. Ah! Nein! Oh, verdammt nochmal! Bloß weil ich das Ganze nicht ganz gerafft habe. Aber gut. Dann eben noch einmal das Ganze von vorne. Finsterer Krankfried. Ah, oh, du bist wirklich ein nerviger Gegner. Ich habe zwar noch nicht allzu viele Tode in diesem Let's Play gehabt. Aber das war jetzt nun wirklich sehr nervig und unnötig. Aber gut, sobald deine Kopfbedeckung erstmal weg vom Fenster ist, ist ja sowieso alles mehr als gut. Ah, verdammt nochmal, Bowser, jetzt mach mich an auf Schildkröte. Das war jetzt nun wirklich nicht gerade so die beste, feine und englische Art von dir. So, komm schon, Schleudergeist, Schleudergeist. Mach den Schleudergang bereit. Gut, das waren schon über 300 Punkte. Okay, eigentlich hat er überhaupt keine Lebenspunkte verloren gehabt. Aber gut. Okay. Das hat ja wirklich sehr gut geklappt. Also noch einmal so saugen. Oh, alter Schwede. Na, hätte ich das doch bloß gleich gemacht. Hätte ich das doch wirklich bloß gleich zu Anfang gemacht. Gott. Na bitte. Na bitte, na bitte. Das ging doch jetzt wirklich locker flockig. Oh, das waren jetzt wirklich, wirklich ein paar tolle Angriffe gewesen. So ein Mist aber auch. Immer mal wieder laufen mal einige Sachen sowas von verkehrt. Aber gut, die nächste Teleportertür
Und Rangfrieds Kopfbedeckung ist eliminiert. So war es ja eben ja schon mal gewesen. Es sei denn natürlich, wir haben jetzt ein bisschen weniger Schaden gemacht als... Okay, wir haben doch nicht weniger Schaden gemacht. Gut. Die bösartige Krankfried. Technologie. Wurde... bezwungen. Gut. Na, jetzt können wir auch unsere Kamex mal wieder rausholen. Zeit für ein bisschen Magie. Call it magic. Call it true. Ja, das war vielleicht jetzt ein übler Schnitzer, Meinheit. Und ja, jetzt wissen wir, wer das ist. Verdammt nochmal. Ja, das war jetzt übel gewesen. Aber wir haben immer noch eine Ultrakeule dabei. So. Ah, nicht schon wieder. Gut. So gehen wir hier im Pilzkönigreich mit Sternen um. Mit bösen Sternen machen wir kurzen Prozess. Da gibt es dann kein Sonne, Mond und Sternenlied. Gott. Das waren schon mal über 700 Punkte. Also ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, dass er jetzt auch so 1200 Lebenspunkte besitzt. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, aber gut. Wie viel haben wir jetzt ungefähr schon mal abgezogen? Ich glaube, es war irgendwas bei 800. Na gut, mal sehen, wie es denn gleich hier weiterläuft. Mal sehen, das waren auch über 400. Oh. Verdammt nochmal. Das war jetzt vielleicht nervig. Aber gut, wir befinden uns jetzt aktuell im Wutmodus. Das bedeutet ja natürlich, dass unsere Angriffe jetzt um einiges stärker sind als zuvor. Aber auch Krankfrieds Angriffe. Oh, verdammt nochmal. Ja, aber auch Krankfrieds Angriffe sind jetzt stärker geworden. Das ist natürlich nicht gerade sehr gut. Gut, wie sieht's jetzt aus? Gut, wir haben ihn besiegt. Es war also doch irgendwas über 1200 Lebenspunkte gewesen. Schön! Gut, ein wunderbares Sternbonbon erhalten. Level 30 für Bowser. So, das war doch wirklich mehr als schön. Aber die Geschwindigkeit kriegen wir irgendwie doch nicht mehr so gut hoch wie gedacht. Ich habe Zorn. Ja, bis dann und ciao. Zorn? Bis dann und ciao. Armselig. Du hast es Krankfried gezeigt. Ha, so einer ist doch kein Gegner für mich. Nun, vielleicht gibt er jetzt endlich Ruhe. Aber da fällt mir ein, Krankfried hatte die finstere Kraft eingesaugt, oder? Ja, sah so aus, na und? Wenn das so ist, dann habe ich ein schlechtes Gefühl. Ein schlechtes Gefühl? Krankfried und Finsterbowser haben beide finstere Kraft in sich. Wenn nun Finsterbowser Krankfried einsaugen würde, dann wäre die finstere Kraft wieder vollständig. Jetzt hat er dich nur kopiert, aber wenn noch die finstere Kraft dazu käme. Das könnte tatsächlich ungemütlich werden. Allerdings ist er nicht mein Problem. Ich
Ich glaube doch. Ja, ja. Da. Oh ja. Finster Bowser hat nun seine 100% Form wieder erreicht. Das kann heiter werden. Endlich! Ich spüre, wie die finstere Kraft mich durchfließt. Ey! Halt! Verflixt und zugenäht! Was ist? Nein, Finster Bowser hat Krankfried! Yep! Meine Kopie hat Krankfried verschluckt! Du hattest recht! Oh nein, und jetzt ist die Kraft wieder vereint! Jetzt hat Finster Bowser deine Kraft und noch dazu die finstere Kraft! Das ist wirklich ziemlich übel! Aber wir haben keine Wahl! Holen wir uns Finster Bowser! Eigentlich interessiert mich der Kerl überhaupt nicht! Ich will nur die finstere Kraft und die Prinzessin. Oh Gott, wie sieht's denn jetzt hier aus? Okay. Naja, so oder so gab's jetzt ja hier noch... warte mal, wie sieht's eigentlich mit unseren Lebenspunkten aus? Okay, ein bisschen gut, aber andererseits auch wieder ein bisschen schlecht. Oh, dann erstmal ein bisschen Wundersirup. Und? Exzellent. Wie sieht's mit den Bohnen aus? Okay, wir hatten noch ein paar Spezialbohnen hier. Dann noch eine Herzbohne. Okay. So wie es aussieht, kommen wir dem Finale immer näher. Das große Finale gegen Finster Bowser wird also bald kommen. Es sieht aktuell ein bisschen übel aus. Doch das Ganze ist nichts, was wir nicht auch schaffen könnten. Hallo? Nicht wieder weglaufen, Alter! Gib mir Peach und deine finstere Kraft! Ich habe dich komplett kopiert. Ich brauche dich nicht mehr. X! Verdammt nochmal! Komm schon! Bam! Let it burn! Wo willst du noch hin? Komm schon, du Feigling! Au! Yo, Bowser is on fire! Das nutzen wir jetzt mal aus. Das nutzen wir aus und schicken den Finsterstern. Finster Bowser, gleich nach Haus. Gut. Okay. Menschenskinders. So einfach habe ich das Ganze auch noch nie hingekriegt. Muss ich zugestehen. So einfach habe ich wirklich noch nie das Ganze hingekriegt. Aber gut. Wir haben es jetzt geschafft. Und sind oben angekommen. Wo rennst du denn wieder hin? Langsam ist es mal gut. Finale. Da vorne ist er. Oh. Jetzt bist du lang genug weggerannt. Finale. Oh. War zwar nicht so jetzt geplant gewesen. Jo. Aber ich bin irgendwie gut drauf. Ich glaube auch, dass wir es jetzt sehr gut schaffen können alles. Ja, ich habe so ein Gefühl, dass wir gleich Finster Bowser erledigen können. Ah, sieh mal an, der Finsterstern hat sich auch schon seine eigene Arena erschaffen.